heute. Und hallo Max, ich bin heute in meinem Studio und heute möchte ich eine VA drehen für den Max vom Kanal Max Green Umdenken im Kopf. Und der Titel der VA TV Experiment Max Green beinhaltet, dass man einen Monat lang kein Fernsehen schaut. Jetzt habe ich dem Max schon geschrieben, für mich überhaupt kein Problem und habe mich quasi schon vom Experiment freigerufen, dass ich da gar nicht mitmachen muss, weil ich schon ewig kein TV mehr schaue. Ich glaube, der Max hat mir das auch geglaubt. Ich bin einfach eine ehrliche Haut und TV ist nicht mein Ding. Okay, jetzt haben schon ein paar Leute, einige Leute in den Kommentaren, als Max sein Video zum TV-Experiment hochgeladen hat, dazu geschrieben. Ja, es ist ja schon längst gar nicht mehr so und die Frage ist ja, ob die Leute nicht mittlerweile mehr Zeit vor den PCs verbringen, an den Handys oder wie auch immer. Das ist absolut richtig. Es ist jetzt nicht mehr wie vor 10 oder geschweige denn 20 Jahren. Trotzdem ist es so, dass es immer noch die sogenannte Couch Potato gibt oder den Konsumenten, nennen wir es mal so, dass die Leute eben abends nach der Arbeit oder sonst was nach Hause kommen. Da gibt es ganz viele, die haben einfach keine Lust, sich abends da noch vor dem PC zu setzen und noch selber ein Programm sich zusammenzustellen oder interaktiv irgendwie sich zu betätigen. Die wollen einfach nur sich ja berieseln lassen auf gut Deutsch. Und das möchte ich jetzt mal wertungsfrei lassen, weil wir müssen ja auch mal da sehen, dass wir alle verschieden sind, dass die Leute einfach nicht alle gleich sind, verschiedene Ansprüche haben. Zu dem Thema gibt es auch eine interessante Diskussion. Da ist der Lev Floyd, den kennen ja bestimmt alle. Das ist ja Deutschlands bekanntester YouTuber. Da ist der Lev Floyd zu Gast in der ZDF Mediathek. Den Link dahin, den will ich jetzt mal kurz hier einblenden. Ganz kurz zu mir, warum ich kein Fernsehen mehr schaue. Es ist einfach so gewesen, dass 2004 bin ich arbeitsbedingt umgezogen nach Stuttgart in die Landeshauptstadt des Schwabenlandes und bin da frisch eingezogen in die Wohnung und der Vermieter sagt, ja hier pipapo Internet und Fernsehen. Ich sage, nee, also Internet ist mir wichtiger, Fernsehen kannst du eigentlich gleich mal weglassen. Seitdem bin ich mehr oder weniger fernsehfrei. Natürlich, wenn man irgendwo zu Besuch ist, und das will ich jetzt auch noch kurz erwähnen, wenn man irgendwo zu Besuch ist, wo es eben kein Internet gibt oder man schaut eben gerade Fernsehen, genauso ein guter Kumpel von mir, der ist eben anders. Der schaut eben noch Fernsehen, der zappt auch teilweise durch. Und ich muss sagen, wenn ich dann da bin oder so ab und zu, ist dann für mich auch noch so eine Art von Faszination, wenn ich dann die Fernbedienung in der Hand habe und schalte dann rum, was ist da los, was kommt da und die hochgroße Überraschung. Diese Faszination legt sich aber immer wieder sehr schnell. Bei mir war das schon davor so, dass ich quasi lieber Konsole gezockt habe oder Computer, damals noch ohne Internet. Dann mit dem Internet, dann war dann sowieso, kamen dann ja die interaktiven Medien oder die alternativen Medien. Und also für mich Fernsehen mittlerweile völlig tabu. Natürlich kenne ich auch diese einschlägigen Sendungen, sage ich mal dazu, das sogenannte Reality-TV. So Gerichtssendungen oder wie heißen die Sendungen? Schlag mich tot, verklag mich doch oder so. Und ich muss sagen, Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Die Bezeichnung Unterschichtenfernsehen ist da in meinen Augen schon passend. So, und einer der Gründe, warum ich aufgehört habe mit dem Fernsehen, ist die Werbung. Du kannst dir keinen Film anschauen, du kannst dir keine, nicht mal eine Serie, eine ganze Serie anschauen, ohne dass da Werbung kommt. Und da ist auch bei mir so eine, wie soll ich sagen, so ein mentales Aber, weil ich mir nicht von irgendjemand, der da sein Produkt verkaufen will, was vielleicht nicht unbedingt immer das schlechteste Produkt ist, mir aber gleichzeitig da eine Lebensweise mit aufdrücken will,
Und nur wenn du so lebst, dann bist du auch glücklich. Dann ist mal eine neue Werbung da und man sagt, hey, das ist voll lustig und da lacht man. Und wenn man diese Werbung dann 20 Mal hintereinander gesehen hat, dann kotzt es auch nur noch so an. Und das andere Thema sind die Nachrichten. Ich blende dazu jetzt einen Link ein zu einem Video von Volker Pispers, von einem Auftritt von dem Kabarettisten Volker Pispers. Der Titel dazu ist: Wem gehören die Medien? Zieht euch das mal rein, lasst euch das mal durch den Kopf gehen und ob ihr dann noch wirklich Bock habt, Nachrichten zu schauen oder Zeitung zu lesen. Soweit für mich zum Thema Fernsehen. Mir geht es einfach auch um diesen Berieselungseffekt, den manche Leute noch brauchen. Das soll ihnen auch zugestanden sein. Gar kein Thema. Ich schaue mir auch noch gerne Filme an. Ich schaue mir auch noch gerne Serien an. Für meine Abonnenten sage ich jetzt mal, das hat natürlich jetzt nur indirekt, wenn überhaupt, mit dem Thema Outdoor und so weiter zu tun. Aber ihr müsst mal so sehen, die Zeit, die ihr nicht vor dem Fernseher oder den alternativen Medien verbringt, die Zeit könnt ihr draußen verbringen. Und darum geht es mir. Leute, geht raus, daheim sterben die Leute. Danke fürs Zuschauen.